Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es eine 10 Minuten Bild-Challenge. Lol. Ich muss vorab sagen, ich hoffe, dass meine Kamera das hier durchhält, weil das Problem ist, die ist mir gestern runtergefallen. Ich habe nämlich mein neues Tablet bekommen, habe nach einem HDMI-Anschluss geguckt. Dort ist mir meine Kamera halt runtergefallen, beziehungsweise nicht mir, sondern meiner Schwägerin, weil sie auch geguckt hat. Ja, und jetzt hat sie einen Schaden. Und ohne Witz, Alter, ich raste komplett aus der Zeit, funktioniert gar nichts. Und ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, was ich jetzt dagegen tun kann, weil es war jetzt halt auch nur Glück, dass sie jetzt irgendwie gerade funktioniert. Und ich hoffe einfach, dass sie jetzt durchhält, dieses Video, weil ich habe halt auch keine Alternative oder so. Und das fuckt mich einfach komplett ab, Leute. Deswegen sollte man mir das irgendwie anmerken in diesem Video, dann tut es mir ganz doll leid. Aber ich möchte trotzdem dieses Video aufnehmen, weil ich die Hoffnung habe, dass ich vielleicht ein bisschen runterkommen kann. Außerdem habe ich Lust, ein bisschen zu bauen. Wir befinden uns hier in Brightchester, weil ich hier noch nie gebaut habe, glaube ich. Und ja, wie gesagt, ich habe 10 Minuten. Ich habe hier auf meinem Handy einen Timer. Und den werde ich jetzt einfach anmachen. Ich glaube, ich kriege es nicht hin, das irgendwie hier einzublenden oder so. Beziehungsweise das war letztes Mal schon sehr umständlich, als ich sowas gemacht habe. Deswegen lasse ich es einfach. Man wird es auf jeden Fall hören. Demnach, ja, werde ich jetzt einfach mal starten. Ich habe übrigens gedacht, ich mache ein Starterhaus. Deswegen haben wir nur 19.000, weil das Grundstück ja schon 1.000 kostet. Und ja, ich würde sagen, ich starte, ich werde die Szenen, wo ich nicht spreche, werde ich einfach abspeeden, damit ihr sehen könnt, dass ich die definitiv nicht schummel und so. Und ja, let's go! Okay, ich habe actually sehr große Angst, weil das ist, glaube ich, nicht so einfach. Also, wir machen erstmal so Grundblabla, ne? So, und ich möchte, dass, glaube ich, dass es zwei Stockwerke gibt, weil finde glaube ich, gut. So. Und da könnte man ja vielleicht noch so einen kleinen Balkon machen, weil sowas ist cool. Wisst ihr? Hier einfach sowas. Zack. Zack. Irgendwie gibt es hier gerade ein Störgeräusch und ich weiß nicht, woher es kommt. Und I don't know, das stresst mich gerade richtig. Ich hoffe, dass ihr das nicht mitbekommt, weil sonst ist das kritisch. Aber ja. Ich glaube, ich setze das Dach lieber so rum. Eigentlich darf ich mir nicht so viele Fehler erlauben. Aber ja. Ich weiß nicht, inwiefern mir das jetzt gelingen wird, oder nicht? Nimm das. So. Dann, mach ruhig eine Tür. So. Und dann müsste ich jetzt die Raumeinteilung machen. Hier könnte man Badezimmer machen. Dann könnte man... Warte, ich brauche eine Treppe. Und dann kann man... Aber wenn man... Oh mein Gott, ich bin jetzt schon wieder gestresst. Komplett. Hier. Badezimmer. Dann könnte man hier so eine offene Küche machen vielleicht. Essbereich. Hier vielleicht Wohnbereich, wenn es irgendwie passt. Dann, zweites Badezimmer. Und großes Schlafzimmer. So. Und dann ja. Oh mein Gott, ich hab die Zeit falsch eingestellt. Ich habe 10 Stunden eingestellt. Oh mein Gott, ich bin komplett dumm. Ich bin einfach nur lost. Deswegen, ja. Kritische Kiste, sage ich dazu nur, ne? Aber ich sehe es ja hier. Also wir sind 56 Minuten quasi. Da muss ich bei 15 Minuten aufhören. Ich muss einfach darauf achten, weil das ist doof. Kritisch. Ich brauche Licht. Ohne Licht geht gar nichts. Oh mein Gott. Ich bin gestresst. Ich werde das niemals in meinem Leben hinkriegen. Es wird jetzt nicht unbedingt hübsch werden. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Hauptsache es ist funktional. So, dann brauchen wir was für die Wände. Hier machen wir... Wow, hübscher Ton. Wow, ganz toll.
Und der kommt hier und hier auch hin. Und ins Badezimmer kommen Fliesen. Weil das macht man halt so. Und zack. Oh mein Gott, warum? Warum? Oi, was ist da? Was ist da? Oi, so. Und jetzt mach ich noch. Hey. Dann muss ich von außen ja auch noch was machen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, nicht ausgehen. Oh mein Gott. Es wird ganz scheiße aussehen. Kann ich euch jetzt schon sagen. Mach ich so. So, und es kommt noch Boden. Brauchen wir einfach... Ich lege einfach so einen Boden aus. Der kommt da meinetwegen auch hin. Und dann einfach irgendwelche Fliesen. Zack. Zack. So. Und dann platziere ich jetzt einfach irgendwelches Zeugs. Weil, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier noch retten soll. Muss auf jeden Fall an der gleichen Höhe sein, sonst passt das gar nicht. Hilfe. Hier. So. Dann, Counter. Cool. So. Und dann... Muss ich einen nochmal löschen? Ich bin schlau. Ich habe nämlich nicht an den Herd gedacht. So. Cool. Dann ist es das Wichtigste für eine Küche auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich muss mich beeilen. Sonst schaffe ich das hier definitiv nicht. So, oben kommt auch noch ein Klo hin. Ja. Wunderschön, sage ich mal. Schlafzimmer. Das Wichtigste ist ein Bett. Hier ist ein Bett. Und so ein Dresser bekommt die Person. I don't know. Dann, ein Sofa. Ich kann das nicht abschätzen. Haha. We stand. Und eigentlich wollte ich hätte ich eher gesagt ein Wanddings, aber ich glaube, das wird nichts. So. Ich habe noch fast 2 Minuten. Komm. Die wichtigsten Sachen kriege ich doch wohl jetzt noch zusammen. Okay, ich glaube, das war das Wichtigste so, ne? Komm, wir platzieren hier einen Grill oder so. Sieht das dann nicht ganz so leer aus. Dann Terrain Paint. Irgendwie Steine oder so. Toll. 55 Sekunden. Cool. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vielleicht schaffe ich Deko. Komm. Hier irgendwas auf dem Tisch oder so. Hier, diese Obstschale, toll. Richtig schön. Und Bücherregal. Komm, Bücherregal. Das schaffe ich noch. Da platziere ich nämlich einfach. Ich kann mich nicht entscheiden, Hilfe. Hier, das hier kommt da einfach an die Wand. Cool. Damit da irgendwas ist. Oh, ein PC! Fuck! Komm. Das schaffe ich noch. Oh mein Gott, ich habe noch einen PC hingestellt. Das ist richtig gut. Weil das ist das hässlichste Haus, was ich jemals in meinem Leben gebaut habe. Aber, ja. Die 10 Minuten sind um. Wir haben 9 Stunden 50. Hier sind wirklich 10 Minuten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wenn ich ehrlich bin. Aber ja. Das ist einfach nur traurig, was das. Was ist das? Also, 10 Minuten und ich. Unter Stress bauen ist nicht so das Ding. Ja, das mache ich einfach in Zukunft nicht mehr, weil das ist nicht so geil. Ja, es sieht nicht so geil aus und also klar, es ist alles Wichtige drin so, aber ja. Es ist trotzdem in der Galerie, falls irgendwer Interesse haben sollte. Ich weiß nicht, warum man das haben sollte. Ich werde es jetzt gleich hochladen. Und
ich wünsche euch dann viel Spaß damit oder so. Ich weiß es ja auch nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss.